die beste Musik. Nur die beste Musik in deinem Lieblingsradio. Radio SWN Franken. So, grüß Gott. Ich habe jetzt den Oberbürgermeister der Stadt Schweinfurt, Herrn Remele, vor der Kamera. Herr Oberbürgermeister, die Amerikaner ziehen ja ab. Was passiert denn mit diesen Liegenschaften der Amerikaner? Was damit passiert, das werden wir jetzt in den nächsten 2 Jahren ernsthaft beraten. Heute war zunächst einmal ein Termin mit dem zuständigen Minister der Staatskanzlei, Herrn Kreuzer, der uns jetzt erstmal einen groben Überblick verschafft hat, mit welchen Fördergeldern wir seitens des Freistaats rechnen können. Wir sind also noch in der Orientierung und Findungsphase, haben aber, wie gesagt, auch 2 Jahre Zeit, jetzt in die Planungen einzusteigen. Jetzt sind ja sehr viele Gelände da, wo Häuser draufstehen, wo Wohnungen stehen könnten. Entstehen jetzt mehr Industrie, mehr Gewerbe oder geht es mehr auf den Wohnungsmarkt hinaus? Also wir müssen Realisten sein. Ich denke, was die große Mehrung von Gewerbeflächen betrifft, sind die Zeiten nicht so, dass wir jetzt da noch auf eminent großen Zuwachs setzen dürfen. Es wird eine Mischnutzung werden, die sich zusammensetzt aus Wohnen, die auch den Bildungsbereich natürlich abdecken soll und zu einem Teil sicherlich auch das Gewerbe. Also insgesamt eine Mischnutzung aus vielerlei Ideen. Jetzt wird ja viele werden sich jetzt fragen, wie geht das jetzt vor sich? Geht es jetzt stufenweise vor sich oder geht es mit einem Schnitt? Die Amerikaner werden wohl in Etappen abziehen, sodass die Garnison sich in den nächsten 2 Jahren bereits verkleinern wird. Tatsächlich werden aber die Liegenschaften an einem bestimmten Stichtag insgesamt übergeben, also nicht sozusagen stückweise aufgelassen.